Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Online. Hier ist eine Truhe. Und es ist früh am Morgen, mehr oder weniger. Ja gut, es ist 13 Uhr, aber es ist trotzdem früh. Ist nicht meine Zeit. Und jetzt mache ich eine schöne 2-Stunden-Session hier. Das heißt, 8 Folgen werden wahrscheinlich dann gedreht. Habe ich zumindest vor. Was danach kommt, wird wahrscheinlich... ich denke mal, das wird GTA sein. Ja, hier. Ich sollte mal aufhören, an den Tasten rauf zu hämmern. Es reicht, wenn ich die leicht anditsche. Na gut, ganz Geräusch reduzieren kann ich es nicht. Dafür ist es die mechanische, die kann man nie Geräusch reduzieren. Wenn euch das Klack-Klacker nervt, dann ist okay, dann nehme ich die andere Tastatur wieder. So. Aber ich glaube, das geht noch. Meine Nase ist dicht und das Tolle ist, das hat jetzt zum Glück abgenommen, vorne an der Nasenspitze tut's weh. Habe ich irgendwie eine Stelle unter der Nase, also in der Nase drin, oben. Da. Ja. Wenn man sich selbst jetzt mal in die Nase fasst in dem Fall, dann ist ja oben so eine kleine Höhle in dem Fall, wo sich ganz gerne mal Zeug versteckt. Ja, und genau da habe ich anscheinend eine kleine Wunde. Den Schrein der heiligen Velut entdeckt. Oh Gott, klingt das scheiße. Schrein? Ah, das ist der Schrein. Sucht das Überbleibsel des heiligen Velut. Vielleicht soll ich mir doch gleich mal die Nase putzen. Es wäre sinnvoll. Einmal mehr braucht mich mein Volk. Doch ich schwinde dahin und vergehe. Seid ihr wirklich der heilige Velut? Der war ich. Doch jetzt bin ich nur noch ein Schatten meiner einstigen Pracht. Magistra Vox zertrümmerte mein Reliquiar und versetzte mich in meinen derzeitigen jämmerlichen Zustand. Ihr braucht meinen Segen, um sie zu besiegen. Doch so wie ich jetzt bin, kann ich ihn euch nicht erteilen. Ja, ich schaff's auch ohne Segen. Wie kann ich euch helfen? Stellt mein Reliquiar wieder her. Findet die über den gesamten Schrein verstreuten Teile und bringt sie zu Meister Aaron am zentralen Podium. Sobald ich wieder ich selbst bin, kann ich euch helfen, gegen Vox zu bestehen. Ich werde die Teile des Reliquiars bergen. Viele meiner Priester starben im Kampf gegen die Daedra, die den Schrein jetzt entweihen. Diejenigen, die noch übrig sind, versuchen, die Teile meines Reliquiars zusammenzutragen. Sprecht mit Priesterin Dilüne, der geschätztesten unter meinen Dienern. Ich weiß, dass sie noch lebt. Der Velut sieht aber sehr... geisterhaft aus. So, das ist der neue Weg. Ja, ich mache jetzt mal das hier zu Ende. Ich habe jetzt keinen Bock in dem Fall jetzt hier noch andere Sachen zu machen. Gut, ich muss da noch rum. Da ist eine Quest, die ich suchen muss. Ist das nicht unbequem hier mit den... Oh, hier hat jemand schon aufgeräumt. Finde ich gut. Hier drüben. Wir brauchen Hilfe beim Schließen der Portale. Ja. Ein Schädel des Heiligen. Sakrileg, Blasphemie und Ketzerei. Ja, was war denn all diese Aufruhr? Der heilige Velut sagte, dass jemand kommen würde, um uns zu helfen. Magistra Vox hat dädrische Portale auf diesem heiligen Boden geöffnet. Sie sind wie Wunden in der Welt. Jetzt strömen allerlei bösartige Kreaturen aus ihnen hervor und greifen uns an. Wie kann ich helfen? Wir haben versucht, die Portale zu schließen, aber Vox war schlau. Sie hat dunkle Magie genutzt, um jedes Portal mit einem Beobachter zu verbinden. Man muss die Beobachter töten, um die Portale zu schließen. Dadurch sind so viele von uns gestorben. Bitte schließt sie.
und sucht mich dann beim zentralen Podium auf. Ich werde die Portale schließen. Schaltet einfach diese Beobachter bei den Portalen aus. Aber wenn ihr sie zu weit entfernt von dem Portal tötet, das sie bewachen, dann taucht eine neue Kreatur an ihrer Stelle auf. Vox sei verflucht. Okay, das heißt, muss sie in der Nähe der Portale umbringen. Alles klar. So. Immun, ne? Ja. Gott, halten die vier aus. Toll, und dann denkt man macht Schaden und ist da irgendjemand anderes. Lebensrenation. Ach, das Ding ist ja scheiße, Wieso? Das ist einerseits gut und andererseits scheiße. Naja, egal. Ja, jetzt schon keinen Spaß. So. Hier ist ein Reliquiar. Da kommt ein neuer Betrachter, Entschuldigung. Geklaute Gegner. Nicht auf mich. Ja, geh auf mein Pad los. Macht Schaden. Schon wieder jemand, der helfen muss. Na gut. Ich sag mal, in diesem Fall kann ich mal eine Ausnahme machen. Da sind wir hier schneller durch. Wermut nehme ich jetzt nicht mit. Glaube ich, der Boss. Da muss ich noch nicht hin. Andererseits doch, da muss ich hin. Was ist denn du? Ist eigentlich mein anderes Viech? Ach, da ganz unten. Macht sich da einen schönen Tag. Leuchten aber ganz schön stark, sowas hätte ich auch gerne als Kette. So, da ist noch so ein Portal. Macht nicht wenig Schaden, also es. Für alle, die sich fragen, was klickt er auf die 5 und 6? 4 und. Alter! Wie? Hast nicht gegolten gehört? Oh, zu viele Quests. Oh, dann mach ich den halt nochmal. Hört ihr, die sich fragen, was kriegt auf die 4 und 5? Die bringen doch eh nichts. Doch, 5 heilt mich. Sie passive Fähigkeit für den Clan-Bann. Und die 4. Die. Mach nochmal, ich glaube, für ein paar Sekunden extra Schaden. Von dem Zwielicht.
Es war vorher umgekehrt. Da hatten sie es abgedatet und seitdem ist es halt so rum. Ich renne mal lieber weg, bevor es noch wiederkommt. So, hier ist Reliquie, die nehme ich mir an mich. Cool, ich bin im Sprung zurückgezogen worden. Portale müssen jetzt eigentlich weg sein. Noch ein Stein. Den Meister aufsuchen. Da kann's. Och Mann, und so viele. Okay. Alter, hier ist alles Feuer. So. Okay. Du. Oh, ich huste mich gleich mal richtig aus, also. Das ist schwierig gerade. Gebt acht, Daedra attackieren diesen bescheidenen Schrein. Ich habe mehrere Teile von Reliquien des heiligen Velot. Mögen die Heiligen euch segnen, aber wir haben noch ein größeres Problem. In all dem Chaos haben wir eben erst entdeckt, dass der Schädel des Heiligen fehlt. Einer der Priester hat gesehen, wie ein Daedrot mit ihm davonlief. Wir müssen ihn zurückholen. Ich werde den Schädel des heiligen Velot finden. Akolyt Hlen ist dem Daedrot, der ihn gestohlen hat, auf der Spur. Ich habe gesehen, wie er dem Ding in Richtung der westlichen Krypten gefolgt ist. Jetzt beeilt euch bitte, ehe die Bestie unsere heilige Reliquie beschädigt. Ein Daedrot? Oh nein. Es mag anders wirken, aber ich freue mich, euch zu sehen. Die daedrischen Portale sind geschlossen. Habt Dank. Eure Bemühungen haben die Moral der Priester und Akolyten verbessert und uns allen neue Hoffnung gegeben. Wir stehen in eurer Schuld. Ich wollte nur helfen. Habt Dank und mögen die drei euch segnen. Jetzt können wir versuchen, wieder Ordnung in dieses Chaos zu bringen. Sollte Velut nicht einer der lebenden Götter sein und nicht ein toter Gott? Wenn er ein Geist ist, ist er doch tot, oder? Dann kann er auch nicht leben. Scheiß Logik. Ist hier der Daedroth? Ne, der Akolyt. Ne. Du bist ein Spieler und du bist... Hä? Ich dachte, ich wäre der einzige Narr, der an diesem Ort herumschleicht. Habt ihr etwa Todessehnsucht? Flieht, solange ihr noch könnt. Flieht, ihr Narren. Seid ihr der Akolyt, der den Daedroth verfolgt? Der bin ich. Auch wenn ich wünschte, ich wäre es nicht. Was für ein Monster. Aber es hatte den heiligen Schädel. Da bin ich mir sicher. Es ist dort entlang gepirscht. Und ich bin ihm nachgeschlichen. Wo ist der Daedrot jetzt? Er ging in die Krypta. Ihr könnt ihn wahrscheinlich allein anhand seines Geruchs verfolgen. Er stinkt wie eine heiße Schmiede. Werdet ihr ihm nachsetzen? Ich mache das nämlich nicht. Das Ding speit Feuer. Feuer? Ich bin Gebiete über Feuer. Ich hoffe, wenn ich jetzt hier drin bin und das Ganze mache, dass ich nicht rausfliege. Ach, das geht schnell. Varvesu Nugrata. Typus Boss. Schwierigkeitsgrad mittelschwer. Typus war ja schon. Hier Level Champion 70. Ach, Immunität ist kacke. Ach, der hält doch nicht so viel aus. Okay, leicht.
wenn man auch die Attacken macht. Alter, macht die Zwielichtmaterial den Schaden. Oder war das ein Tick von einem anderen Schadensdingensen? Exodus aus Summer's End. Kein neues Buch entdeckt. So, hier geht. Wir haben einen Schädel. Schnell. Meine Zeit läuft ab. Sputet euch. Oder ich werde bald nicht mehr sein. Ich habe euren Schädel. Bringt ihn zum Podium und stellt ihn zu den anderen Teilen des Reliquiars. Box glaubte, mich aus dieser Schlacht hinausgedrängt zu haben, als sie mein Reliquiar zertrümmerte. Eure Taten haben ihren Plan vereitelt. Was will Box? Sie möchte eine Rückkehr zu jenen simpleren Zeiten, als unser Volk noch die guten Daedra verehrte. Doch diese Zeiten sind vorbei. Nichtsdestotrotz führt sie meinen Hammer, Beluts Urteil. Ich setzte ihn ein, um unser Volk zu verteidigen. Sie hingegen setzt ihn nur für ihre Rache ein. Wie hat sie ein solch mächtiges Artefakt in die Hände bekommen? Das Tribunal hat es lange aufbewahrt. Diese verrückte und skrupellose Vox hat es aus ihrem Tempel gestohlen. Jetzt schwinde ich dahin und meine Verbindung zu dieser Ebene wird immer schwächer. Wenn ihr bereit wärt, mein Reliquiar wieder instand zu setzen, dann zögert bitte nicht länger. Okay. Ich muss mich irgendwie geirrt haben. Irgendwie war es doch jemand anderes mit dem Leben getan. Wir sollen nicht länger zögern. Ich mach mal ein kurzes Päuschen. Ich muss mal kurz die Nase putzen.